Ja, Inventar voll, ich verstehe schon. Ja! Da! Unsere Höhle. Jawohl. Hallo in die Runde und willkommen zu einer weiteren Folge Icarus New Frontiers hier beim Zockbock. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich dachte, ich hole euch mal dazu. Ich war hier kurz ein bisschen was jagen und ich habe rausgefunden, was die Symbole zu bedeuten haben. Und zwar... Oh Gott. Da geht's schon wieder los. Ich erzähle euch gleich, was ich meine. Junge, Junge, Junge. 2, 6. Wir verbinden uns kurz. Oh nein. Zack. Und zwar, der ganze Balken sind 3 Tage. Und innerhalb dieser 3 Tage gibt es Stürme mit einer entsprechenden Stärke. Und diese Stärke wird durch diese verschiedenen Wirbel, nenne ich es mal, angezeigt. Das heißt, wir brauchen erstmal keine Angst haben. Wir haben ja unseren Stein. Im Notfall verstecken wir uns da drin. Wir müssen auf jeden Fall was trinken und ich wollte euch was zeigen. Oh nein. Wir werden wahrscheinlich unser Leben lang diesen Vogel mit uns rumtragen. Durch diesen Bug. Ich weiß auch nicht. Ach nein, wir haben den immer noch in der Hand, oder? Geh. Ja. Können wir ihn ablegen? Wir schleppen den einfach die ganze Zeit rum. Ich glaube, wir haben es. Wo war denn unsere Hütte? Hier vorne? Ich bin verwirrt. Wo ist denn unsere Hütte hin? Ich kann ihn ablegen, Leute. Kein Wunder, dass mich immer alle Wildtiere angreifen, wenn ich hier deren Futter in den Arm habe. Aber jetzt haben wir das auch, sind wir das los. Ich habe die ersten beiden Teile der Knochenrüstung gebaut. Ne? Hier sehen wir die ersten Teile, Beine und Brust. Wir können jetzt auch Knochenmesser bauen. Es geht voran. Jetzt finden wir auch noch irgendwie unsere Hütte wieder. Was trinken müssen wir auch. Da ist der Vogel. Ich glaube, das war da vorne. Was ist das hier eigentlich? Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr guter Dinge, dass das hier langsam wird. Ich habe keine Angst mehr vor diesen Hunden. Das funktioniert jetzt mit der Rüstung, glaube ich, auch ganz gut, dass wir nicht sofort drauf gehen. Wir können mal alles durchreparieren hier. Wollen wir die Fackel reparieren? Nee. Und dann, wichtig ist nur, dass wir immer genug Pfeile haben. Da brauchen wir im besten Fall noch den Skill, dass wir aus Holz Stöcke machen können. Wenn wir das machen können, dann haben wir eigentlich alles Wichtige erreicht. Da vorne ist unser Stein. Unsere Hütte. Die schützt uns auf jeden Fall, wenn jetzt hier gleich diese Stürme losgehen sollten. Da ist sie. Genau. Und ihr seht, wir müssen erstmal wieder was essen. Wir ziehen uns hier erstmal... wieder 3 Boni rein. Dann können wir jetzt ja auch schlafen. Du erschreckst mich immer wie Sau. Und dann würde ich sagen, erkunden wir mal eine Runde. Ich wollte ein paar Pfeile bauen. Dazu brauchen wir aber doch Stöcke. Haben wir auch genug Steine. Und dann würde ich mal kurz hier uns 100 Pfeile machen. Dann sind wir erstmal ganz gut ausgerüstet. Und ihr seht, wir können jetzt auch Knochenwurfmesser herstellen. Eine Knochensichel. Das wollte ich jetzt alles entspannt mal mit euch bauen. Unser Holzbogen, wenn wir einen herstellen, ist jetzt auch verbessert. Auch noch eine gute Maßnahme, noch den besseren zu bauen. Der hält dann noch mehr aus. So. Dann können wir auch den austauschen und haben... einen Ersatzbogen für den Fall der Fälle. Zack. Genau, Knochen raus. Dann können wir jetzt erstmal gemeinsam die anderen Teile bauen. Können wir denn schon mehr bauen? Ich weiß es gar nicht. Oder wir hatten nur die beiden Teile erforscht. Ne? Aber Knochenmesser und so. Holz. Holz ist auch kein Thema. Holz ist hier.
Und dann zack. Zum Fasern sammeln die Sichel. Dann dachte ich, wir bauen uns mal ein Nähset. Für den Fall der Fälle, dass wir ein paar offene Wunden haben. Und vielleicht noch zwei Verbände. Eine Schiene, wenn wir uns ein Bein brechen, können wir dann bauen, wenn wir es brauchen. Wir können auch noch keine Seile herstellen, glaube ich. Dazu brauchen wir erstmal eine Werkbank. Zukünftig. So. Oh, ich höre es schon wieder. Ich höre es schon wieder. Nee, andere Richtung. Zack. Pfeile. Essen, Holz. Gut. So. Ach. Schade. Aber da ist noch so ein Hund. Oder ist das ein Wildschwein? Ich weiß gar nicht, ob die hier spawnen sollten oder ob das ein Bug ist, das es sie hier gibt. Weil schlussendlich sind die Wildschweine nicht so alienhaft wie der Rest hier. Ich glaube, dass ich tatsächlich den Bogen auf die 2 legen möchte. Dann kriege ich das irgendwie besser gehandelt. Holen wir uns den noch hier, den Hirsch. Kann doch nicht sein, dass wir den nicht kriegen. Und gleich noch ein Stufen-Update. Sehr gut. Die sehen alienhaft aus. Aber die Wildschweine, ihr seht, ich habe mein Porträt mal auf die andere Seite gemacht. Ich glaube, das passt besser. Und wir müssen einfach erstmal Skillpunkte sammeln. Jagen gehen ist da, glaube ich, die beste Option, die wir haben. Leveln, leveln, leveln. Bis wir in der Lage sind, erstmal in einer Höhle zu bestehen. Und dann müssen wir uns irgendwie eine Höhle suchen, die möglichst in Wassernähe ist. Oder so einen Regensammler bauen, dann ist das auch alles kein Problem mehr. Aber das geht dann so ab Stufe 10 los. Wir sind jetzt Level 6. Ich finde, das ist nach effektiv gesehener Stunde Spielzeit eigentlich okay. Wir müssen mal was trinken. Und dann gucken wir mal kurz in unseren Skillbaum rein. Die Höhle da hinten, solange wir keinen Regensammler haben, ist die echt zu weit weg vom Wasser. Oh, ein Fisch. Können ja auch mal angeln gehen bei Gelegenheit. Zack. So, Technikbaum. Richtig, richtig wichtig. Seile. Ganz wichtig für die nächsten Schritte. Aber das ist noch gar nicht freigeschalten. Hier ist Holzbausatz. Stroh lassen wir einfach weg. Ah, da ist alles drin. Na, das ist ja okay. Dann können wir da mal einen investieren. Einfach nur, weil es hübsch aussieht. Da, Werkbank Stufe 10, ne, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und was ist das? Stöcke, genau. Aber das ist alles skillbar, oder wie?
Lederzerkleinerung. Wo ist denn das? Hier. Fleischausbeute. Oder Ausdauer. Oder flinke Schleicher. Ich glaube, das ist ganz cool. Und dann könnten wir gleich die Lederzerkleinerung lernen. Und dann das. So, Seile sind schon mal klar. Und Solo haben wir auch noch einen Punkt. Mehr Leben ist, glaube ich, eine gute Sache. So. Dann. Seile können wir jetzt machen. Ist jetzt noch nicht so ganz wichtig. Oh, Samenriegel. Cool, die gab es noch nicht. Die sind neu für mich. Wir können jetzt hier einfache Holzsachen bauen. Wenn jetzt aber die Stürme kommen mit Blitz und Donner, dann brennt uns das Ding wieder ab. Aber wir können solche Sachen auch in Höhlen reinbauen. Zumindest ging das früher. Sehen, ob das immer noch geht. Wo geht's denn los mit Regenwassersammler und solchen Geschichten? Hier. Also alles ab Stufe 10. Wie ich schon sagte, wir müssen jagen gehen und leveln. Das machen wir jetzt am besten auch. Na. Ah. Den hatten wir noch nicht. Hat er den jetzt eingesammelt? Das war nicht der Plan. So, Messer kaputt. Also das mit dem Reparieren von diesem Messer. Wir wollten ja auch ein Knochenmesser hier vorne hinlegen. Es geht zumindest nicht ganz so schnell kaputt. Aber auch sehr schnell. So. Wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Hat jemand von euch bereits Icarus gespielt? Habt ihr die anderen Welten schon mal gespielt? Habt ihr vielleicht auch auf Prometheus angefangen? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer hier dabei ist. Und wir gehen jagen und gleichzeitig suchen wir uns vielleicht eine Höhle. Das ist so ein Pferd, so ein aggressives. Na. So ein Wildschweinpferd mit Hauern vorne dran. Die sehen wirklich nicht sehr freundlich aus. Die machen auch Sinn. Manchmal habe ich das Gefühl, es spawnen hier ab und an noch die falschen Wesen auf dieser Karte. Oh, das war nicht so doll. Hält aber was aus. Junge, Junge, Junge. Oh, der hat den Fohlen dabei. Entschuldigung. Da fühlt man sich immer so gleich so schlecht. Wir lassen dich am Leben. Du kannst hier ruhig. Ich würde dich ja gern mit nach Hause. F drücken zum Füttern. Jetzt ist es unseres. Es würde mitkommen. Ich verstehe. Aber dafür haben wir jetzt noch gar keinen Platz. Wir haben noch keinen Platz für dich, mein Freund. Wir können auf den reiten, Leute. Wir können die zähmen. Das verändert mein Verhältnis zu denen jetzt aber sehr. Die da zum Beispiel, glaube ich, sind hier nicht richtig. Und das Messer ist schon wieder kaputt. Das gibt's doch nicht. Ich brauche da einen Shortcut fürs Reparieren, das ist nichts. Huch, was war das denn? Hier müssen wir uns eine Brücke bauen oder so.
gehen da drüben mal rüber. Können in der Zeit mal eine Melone mampfen. Hüpf. Kommen wir jetzt hier wieder raus? Ja. Auf jeden Fall gibt es hier Gemüse und solche Sachen gibt es hier im Überfluss. Jetzt seht ihr oben, sind wir in dem Bereich, wo dieses heftigere Sturmsymbol ist. Das kann bedeuten, dass innerhalb dieses Vierecks im Verlaufe dieser Zeit es hier einen Sturm geben wird. Das steht schon mal fest. Wir wissen nur nicht wann. Aber dass es einen geben wird, ist schon mal klar. Da hinten ist eine Höhle, wo der Fluss reinfließt. Da ist wieder so ein... Ah, ein Hirsch. Na, das gibt's doch nicht. Das konnten wir schon mal besser. Nehmen wir den da. So muss das funktionieren. Dabei geht die Erfahrung ganz gut hoch und wir brauchen das Fell sowieso. Und das Leder ist recht für Seile. Na. Die zerfetzen einen zumindest nicht. Aber da kann man wieder das Fohlen zähmen. Ist schon immer traurig, wenn man hier die Muttertiere zerlegt. Kann man hier reingehen in die Höhle? Jetzt mit dem Bogen und der Fackel, aber ich glaube... Man kann die Fackel hier im Wasser anmachen. Das hinterfragen wir jetzt erstmal nicht. Klemmt er sich vielleicht zwischen die Zähne? Hier kommen wir vielleicht zum Sumpfbiom, aber da wollen wir jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Da gehen wir mal wieder zurück. Das machen wir ein andermal. Oh, Platsch. Der Hase geht baden. So. Ich fände es wirklich schön, wenn hier irgendwo eine Höhle wäre. Dann würde ich umziehen mit euch. Dort vielleicht. Oder da oben. Wir haben bis jetzt nur eine gefunden. Das ist ganz schön wenig. Hier wäre zumindest der Fluss in der Nähe. Nee. Da! Ha! Ich glaube... Leute... Wenn es da irgendwie die Möglichkeit gibt, für uns ein Lager aufzuschlagen, dann gucken wir uns das da oben mal an. Das könnte, erstmal haben wir eine schöne Aussicht, glaube ich, von da oben. Und es sieht nach einer guten Höhle aus.
Wenn man jetzt diese Sichel hat, die wir vorhin besorgt haben, dann kann man hier richtig gut Fasern ernten. Und die dann auch hervorragend verarbeiten, wenn man die Werkbänke dazu hat. Die haben wir natürlich noch nicht. Die haben wir natürlich noch nicht. Aber da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Und da unten ist der Fluss. Das wäre für mich okay. Leute, was sagt ihr? Könnte das, könnte diese Position hier unsere vorerst vielleicht längere Heimat werden? Da ist auch ein Stein, wo wir uns jetzt erstmal zeitnah reinklopfen können. Für die da kommenden Stürme. Hier so. Ich mache uns mal ein Sturmloch. Wir können uns natürlich dann oben auch in die Höhle stellen. Der Nachteil von Höhlen ist, dass man dort Lungenentzündung kriegen kann. Und dazu braucht man auf jeden Fall die passende Medizin. Und dafür haben wir noch nichts gefunden. Wir brauchen dafür Hefe. Hefe ist die Basis. Ich glaube, das sollte passen. So. Wetterloch ist geschlagen. Jetzt gucken wir da oben mal rein. Man braucht Hefe dafür und Hefe habe ich noch nicht gefunden. Ohne Hefe können wir das Medikament nicht herstellen, was wir brauchen, um uns bei eventueller Lungenentzündung wieder zu heilen. Das ist schon, man kommt da auch nicht hoch, ne? Man muss für die Höhlen sich hier einen Aufgang bauen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Können wir die Tomaten wegschmeißen? Holz. Oder? Ich dachte, man kommt hier vielleicht hoch. Hier, dann können wir... man braucht schon... Ich sehe doch schon wieder... Oh, oh. So. Bringt uns Erfahrung. Sind wir schon fast wieder bei 50% für die Stufe 7. Auf der anderen Seite vielleicht. Ich meine, wenn wir da uns hochbauen müssen... Naja. Das hat besser geklappt als gerade eben. Der war auch niedriger im Level. Oh, was war ja, unser Essen ist ausgelaufen. Naja, das Schweinespeck, den haben wir ganz vergessen. Der bringt uns nämlich erhöhte Erfahrung. Kommen wir auf... Der ist auch schön groß, um da noch einen Schlafsack reinzulegen. Aber wir haben ja unsere Höhle. Okay, die Höhle, es steht fest. Wir müssen uns da hochbauen. Auch fein mit mir. Das kriegen wir schon hin. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir die Population hier so eindämmen müssen. Nur für unser Level. Aber ohne Level kommen wir hier auch nicht voran. Wir werden besser. Wir werden besser. Ah, wir konnten es nicht aufheben. Samen sind erstmal nicht relevant. Die nehmen wir mal mit. Können wir aufs Trockengestell hängen. So. Okay, wir wissen. Ich würde wirklich gern hier so Markierungen setzen können.
Wir wissen, hier ist eine Höhle. Ich würde sagen, wir erkunden einfach noch ein bisschen weiter. Wir haben noch nicht viel von der Map gesehen. Kurzer Schluck Tee. Da hinten ist, glaube ich, noch ein See. Kommen wir heilen Fußes runter. Da brechen wir uns doch einen Fuß. Da brechen wir uns doch einen Fuß, wenn wir da runterspringen. Aber hier ist auch schön mit diesem Flussdelta. Das sieht schon hübsch aus. Ne? Unsere neue Heimat. Sehr schön. Hier am Fluss könnte ich es mir auch gefallen. Ist das da eine Höhle vielleicht? Eine, die ebenerdig zugänglich ist? Das wäre schon eine gute Sache. Das wäre schon eine gute Sache. Die Sonne geht, glaube ich, langsam unter. Da hinten. Ich hätte mir dieses Gebiet ein bisschen mehr bewaldet vorgestellt, aber da hinten sind schon ein paar Wäldchen. Ansonsten ist es sehr idyllisch. Sehr hübsch. Sehr schön. Oder was sagt ihr? Gefällt euch die Karte bisher? Ich möchte mir hier meine Beine nicht brechen. Aber ich will... Da ist eine Höhle. Seht ihr sie? Da. Da. Ich glaube, das könnte auch unsere Heimat werden. Dann müssen wir vielleicht nicht uns hochbauen. Mit ein bisschen Glück. Und es ist direkt vor dem Fluss. Geben mal Gas. Vielleicht noch ein bisschen Ausdauer erhöhen mit einer Melone. Hier kommen wir runter. Nur verstaucht zum Glück. Aber er merkt, wäre ich da vorne runtergesprungen, dann hätte es den Fuß gebrochen und dann hätten wir erstmal eine ganze Weile eine Schiene getragen und wären hier durch die Gegend gehumpelt. Geduld. Geduld, Garrett. Geduld. Du triffst dich schon. Der ist jetzt auch hin. Ja. Nee, wir wollen nicht nur reparieren. Und jetzt wird Nacht. Dann schalte ich mal unsere Taschenlampe für euch ein. Wir haben auch, glaube ich, wenn wir noch Platz hätten im Inventar, würde ich direkt noch eine Fackel bauen. Das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Dass wir noch eine auf Tasche haben. Und dann hätte ich meinen, wir gucken uns drüben noch die Höhle an und vielleicht nisten wir uns dort ein. Es kam noch gar kein Sturm, aber es muss einer kommen. Wenn jetzt kein Sturm kommt, dann bin ich sehr verwirrt. Pelle mitnehmen, das kann hier bleiben. Knochen immer mit. So. Auf geht's. Auf zur Höhle. Ist auch hübsch hier, dieses Tal mit dem Fluss. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also schön umsehen. Nicht, dass uns noch eine Überraschung, eine Hund-Überraschung entgeht. Aber dann stellen wir uns in der Höhle unter. Dann finde ich, haben wir mehrere Level geschafft und ein bisschen die Gegend erkundet. Und vielleicht... Da kann man sich da. Hahaha. Ich glaube, das ist eine Höhle.
komm schon. Das ist so eine Wand. Das sieht aus wie so ein Eingang. Da gucken wir noch rein zusammen. Da gucken wir noch rein. Wir haben eine Fackel am Mann. Das wäre... Ja, Inventar voll, ich verstehe schon. Ja! Da! Unsere Höhle. Jawohl. Da können wir es uns bequem machen. Den, oh, ja, Fackel. Wir hatten gerade drüber gesprochen. Dann würde ich noch den Eingang hier freischlagen. Und wir gucken mal rein. Normalerweise gibt es da so eklige Felswürmer drin. Und ihr seht, das ist das Symbol, so ein Debuff, dass man hier Lungenentzündung sich holen kann. Hallo? Ihr seht, oh, da ist einer. Ja, und Gift. Okay, einer ist weg. Höhlenwurm, genau. Höhlenwürmer. Unschön. Oh, der hat aber gute Erfahrungen gegeben, kann es sein? Wow. Dann jagen wir doch ein paar Höhlenwürmer. Hier drin in diesen Höhlen gibt es auf jeden Fall die ganzen Metalle. Da haben wir Kupfer. Hier ist Eisen. Das ist so die Basis für das, was wir jetzt als nächstes erreichen wollen. Eisen, eine ganze Menge brauchen wir dafür. Hallo? Und man kann sich auch so eine Höhlenwurmrüstung freischalten. Das ist auch ganz cool. Und vor allen Dingen haben wir hier echt gut Platz, um so eine kleine Grundbasis uns hier drin aufzubauen. Hier gibt es Wasser, sauberes. Eisen, Kohle. Eisentechnisch. Und hier ist ein Vorkommen für Silizium. Na gut, das ist jetzt nicht ganz so attraktiv. Ist auch eher Endgame, bis man so einen Tiefenbohrer hat. Aber wir haben eine Menge Kohle und eine Menge Eisen. Und jetzt akut nur einen und hier auch Gold. Ist auch schön. Das sollte erstmal gut reichen. Sehr cool. Deswegen die Frage. Die Steine werfen wir hier mal kurz hin. Haben wir genug? Wir haben keine Stöcker. Ernsthaft? Dann hätte ich nämlich jetzt hier rein oder hier unter den Vorsprung schon mal unseren neuen Schlafsack gelegt. Hier kommen doch auch Stöcke raus, oder nicht? Da kommen doch auch Stöcke raus. Auch mehr Platz. Wir brauchen mehr Platz. Man kann sich auch einen Rucksack bauen, aber den müssen wir natürlich auch erst freischalten. Wie viel brauchen wir denn für den Schlafsack? Reicht das vielleicht schon? 10. Acht. 10. Dann packen wir nämlich jetzt schon mal in unsere neue Heimat. Bauen dann noch ein bisschen Vordach davor und ein bisschen Barrikaden, dass wir einigermaßen safe sind. Aber jetzt auf die Schnelle. Dum-dum-dum. Ah, das sind schon wieder voll. Das ist nicht so einfach. Viel zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug und keine Kisten. Da. Dann können wir jetzt hier erstmal unseren Schlafsack platzieren. Wahrscheinlich kriegen wir eine Lungenentzündung, wenn wir hier drin übernachten. Wir müssen jetzt das auch nicht akut tun. Aber man kann zumindest hier schon mal unseren Spawnpunkt setzen, unser Zuhause. Das sollte jetzt auch auf der Karte, glaube ich, markiert. Nee, schade, das wäre nett gewesen. Aber wir haben den jetzt hier. Unsere kleine Höhle. Das heißt,
Wir können die Folge hier erstmal beenden. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt hier bei Ikarus beim Zockbock. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Garrett der Entdecker loszieht. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.